Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Ralf. Mit dabei ist der Yogi. Hello. Ich hoffe, ihr seid, das kann ich jetzt sagen, gut ins Jahr gerutscht. Für uns ist es die erste Aufnahme in diesem Jahr. Das ist korrekt. Da sieht man, wie viel wir vorgearbeitet haben. Und es wird auch die letzte Aufnahmesession sein, vorerst. Denn wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ja. Yogi weiß es auch gestehen, nicht. Auf dem Raft-Discord hatte ich gesehen, als Feiertagsgrüße kamen und so, dass Leute nochmal 100 Stunden lang im Koop hier Raft gespielt haben, wo ich mir immer so denke, ey, was treibst du hier denn 100 Stunden lang? Bei den meisten anderen Survival-Spielen, du kannst 100 Stunden lang dir eine riesen Base bauen und alles okay, das verstehe ich ja noch, also egal ob jetzt 7 Days oder Ark oder was auch immer. Aber hier macht so eine Reason Base ja nur bedingt Sinn, weil. Oder auch halt bei unserem kommenden Projekt. Könnte das auch Sinn machen. Ich habe übrigens, ganz kurz mich nochmal weiter unterbrechen, ich habe ja wunderbaren U-Turn geschafft. Zurückgefahren, ohne abzusteigen. Nice. Ja, jetzt darfst du weiterreden. Ja, aber hier, also ich meine, das Raft kannst du ja eigentlich nur in die Höhe immer größer bauen, weil in die Breite, das macht halt nicht, also meiner Meinung nach, nicht so viel Sinn. Ja, je weiter es ist, desto schwieriger ist es natürlich zu verteidigen. Ja, und auch zu manövrieren. Ich meine, verteidigen ist ja nur bedingt nötig, weil wenn du Eisen unten hast, klar, der Hai, den juckt das dann einen Scheißdreck, der macht halt nichts mehr. Also ich glaube, auf dieser Insel waren wir schon, ich finde zumindest nichts mehr. Ja, wir waren beim letzten Mal unten schon am Looten. Unter der Wasser waren wir am Abbauen, aber dann war das Internet weg. Naja. Uns haben übrigens auch die Möwen, die ganzen Pflanzen weggefressen hier. Die Blümchen sind fast alle weg. Die Schweine. Nee, Möwen. Achso. Ja, wie gesagt, wir wissen nicht, was wir wirklich tun sollen. Wir warten jetzt im Prinzip drauf, dass das neue Kapitel kommt, weil dann haben wir wieder ein Ziel. Ich tippe ja so auf Februar, März. Echt? Meinst du so schnell? Kann ich mir schon vorstellen. Ja, gut, andererseits, was heißt schnell? Wir haben jetzt schon über ein Jahr, sind wir jetzt schon wieder hier dabei. Ja, aber also Kapitel 2, das kam, wann kam das raus? Im September, Oktober? Ja, stimmt, wir haben dann gemoddet gespielt. Genau, also wir hatten ja gestartet, glaube ich, hier die Season mit Dings. Nur mit Mods. Einmal mit Mods und einmal halt aber auch mit Chapter 1. Nee, also, weil ich weiß, wir haben 2 Seasons gemacht und die erste Season, da gab es noch kein Chapter. Also da gab es noch, war diese Storyline nicht so ausgeprägt, da hat es noch aufgehört mit Dings. Ach so, das kann sein. Und ich meine, wir haben dann Chapter 1 hier gespielt, haben dann irgendwann aufgehört und sind dann mit Chapter 2 halt wieder eingestiegen. Gute Frage, ich weiß es nicht. Schreibt es im Krieger nochmal in die Kommentare. Auf jeden Fall ging dieses Chapter jetzt oder unsere Season, genau gesagt, schon über ein Jahr. Im Dezember 2019 haben wir angefangen. Also ich meine, wenn jetzt wirklich im März, April, Februar es weitergeht, wäre es halt schon fast wieder blöd zu pausieren für die paar Wochen. Aber man weiß es aber nicht. Ja, aber auf der anderen Seite, erstens, man weiß es nicht und zweitens, also ich sag mal, eine Stunde pro Woche, da drüben ist noch eine kleine Insel, ich weiß nicht, ob wir da schon waren, eine Stunde pro Woche hier drauf, ich sag mal, nichts anderes zu machen, außer zu looten und Scheiße zu bauen, in Anführungsstrichen. Weil ich weiß, wie das endet, wenn wir beide hier nichts zu tun haben. Wir bauen nicht unbedingt sinnvolle Sachen. Das ist wahr. Und wie gesagt, in anderen Spielen könnten wir jetzt sagen, gut, wir bauen uns hier ein kleines Dorf mit lauter kleinen Häusern, wo es dann einen Schmied gibt und einen Koch und was auch immer. Nur auf einem fucking Floß macht das halt keinen Sinn. Warum? Wir können eine Etage bauen mit einem Schmied, eine Etage bauen mit einer Küche. Das könnten wir natürlich machen, aber so eine Etage nur für eine Küche, also ich weiß nicht. Kann er denn auswertend werden, wie bei Fachwerkhäusern? Naja, das natürlich. Wir könnten auch noch links und rechts und überall. Ich möchte, dass im Raft Update Nummer 3, also im Chapter 3, wir zur ersten Insel fahren und die Insel kleiner ist als unser Raft. Was hältst du davon? Ja gut, wir können es ja ausweiten, so ist es nicht. Ist der Garbage Sucker standardmäßig drin? Ich glaube vom Bild her schon. Wo steht denn der? Bei den Werkzeugen ganz unten. Bei den Werkzeugen ganz unten, da habe ich den Metalldetektor. Ah, dann ist es doch aus einer Mod. Weil das Bild sieht relativ original aus, okay. Aha, hat sich mehr Mühe gegeben. Ja, aber ich will nämlich gerade gucken, ob es hier irgendwas gibt, was wir noch nicht gebaut haben. Was offiziell zum Spiel gehört, aber ich glaube nicht. Wir könnten auch die Leinen wieder lösen und
Irgendwo hinfahren? Ja, können wir machen, natürlich. Ich lichte mal den Anker. Bei der Insel waren wir auch noch nicht. Wir wollten hier Bei erst der die kleinen? große mitnehmen und dann zur kleinen fahren, glaube ich. Mhm. Aber wir können auch einfach nur geradeaus drauf lostuckern lassen. Ja, lass mal lostuckern. Wir gucken einfach mal, wohin die Welt uns bringt. Mich stört das Geräusch, das fehlt. Also wir sollten jetzt wieder fahren. Zumindest sagen es mir die ganzen Motoren. Ja, ich habe schon angeteasert, neues Projekt wird dann Stadtraft kommen. Ich nehme an, dass es auch die entsprechenden Uhrzeiten nehmen wird. Ich bin zu blöd, die Leiter zu nutzen. Ich gehe die Treppe Ja. hoch. Juge wird auch Okay. aufnehmen, hat er gesagt. Ja. Das ist korrekt. Wie heißt das Spiel? Ich vergesse da den Wollen wir Namen. es sagen oder willst du es nicht Ja, sagen? schon. Ja, willst du sagen? Kann man schon mal machen, würde ich Night sagen. of the Dead. Es geht um Zombies, es geht um, hey, Survival. Hey, Surprise. Richtig, es geht um Survival. Und heißt Night of the Dead. Ich habe es schon mal gestreamt für einen Stream. Für ein paar Ich habe es noch Stunden. gar nicht angespielt. Also es ist, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird es von zwei Leuten tatsächlich nur entwickelt. Ist gut möglich. Und ist dementsprechend auch noch im Early. Ist Wie Early gefühlt Access. alle Spiele heutzutage, die nicht von einem großen Publisher rauskommen. Aber die spielen sich meistens so, als wären sie Early. Ja gut, das habe ich hier noch irgendwas Also zum von Einblick? daher. Und daher meinst du, macht es keinen großen Unterschied? Irgendwie nicht, nee. Den einen kann man es verzeihen, dass die Bugs haben, den anderen nicht. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Motoren. Noch mehr Ja, aber Motoren? wir brauchen dann eine Mod, die halt wirklich alle Motoren gleichzeitig an- und ausstellen lässt, weil dieses Oh, dauernde das wäre Rumlaufen geil. ist nervig. Das wäre natürlich Technik, die begeistert. Ich glaube, ich werde hier oben das hier mal fertig bauen in der Zwischenzeit. Sprinkler. Ja, auf jeden Fall Night of the Dead werden wir dann machen. Mal gucken, wie lange wir uns da durchhalten. Wir müssen halt schauen, wir haben noch keine Aufnahmesession gestartet. Wir müssen schauen, wie das mit dem Ob es Hosten läuft, wie funktioniert und es ob das läuft. läuft, genau. Also hoffen wir, dass es dann eben kommen wird. Startend dann nehme ich an nächste Woche zur Zeit von Raft, also 16 Uhr am Montag Und am Mittwoch. und am Oh. Freitag. Korrekt. Ich brauche Sprinkler. Ich nehme derweil mal diese Köpfe und tue sie hier noch in eine Truhe rein. Kunststoff, Schrott, Bolzen und eine Leiterplatte. Okay, wir brauchen hier zwei Sprinkler. Haben wir jetzt inzwischen genug Dirt? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Wir hätten hier unten 24, 15, 26 Dirt. Perfekt, wir brauchen 24. Das heißt übrigens Schmutz und Ja, nicht ist doch Dirt. Kommt der dasselbe. Minecraft-Slang hier raus. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Was? Ja, tatsächlich schon länger nicht mehr. Was machst du denn den ganzen Tag hier? Was ist das? 2, 4. Nix mache ich. Oha. Sitzt einfach da, starrt seinen Bildschirm an. Ja, funktioniert ganz gut. Ja gut, ist auch ja, ne? Brauchen 4 Schrott, dann brauche ich 2 Bolzen. Und jetzt brauche ich noch Leiterplatten. Und wir brauchen Planken und nochmal mehr. Okay. Ich muss ja gestehen, Raft ist so eins der langsamsten Spiele, was Bewegungstempo angeht, gefühlt. Es Jedes Mal, wenn ist, wir hier kommt anfangen, einem komme ich mir so relativ langsam, ja. langsam vor. Und ich denke dann immer, gut, drücke ich die falsche Taste, um schneller zu laufen, oder? Wir brauchen 6 pro Stück. Ich brauche 12. 12 mal 6 sind 72. Gut, dass ich Unmengen Holz verballer. Ja, gönn dir. Ja, muss, damit wir vorbereitet sein für die. Und damit wir vorbereitet sein, Lahn. Für die neue Kapitelgeschichte. Kapitel 2. 3. 5. 5 Kunststoff, 2 Kupfer, 2 Glibber. Also brauche ich nochmal 10 Kunststoff. Ich verballer quasi unseren gesamten Kunststoff gefühlt. Hörst nicht, ja gut, da müssen wir eine Runde durch die Gegend fahren, um ein bisschen Holz zu sammeln.
Nicht Holz, Kunststoff natürlich. Aber wir sind ja schon am Rumfahren. Eben. So, zwei davon. Zack, zack. Jetzt brauche ich wieder die ganzen. Das ganze andere Zeug hier in den Sprinkler zu machen, oder? Ja. Ich habe mich sogar verrechnet gehabt. Ich habe wirklich Oh fast ja. alles an Plastik verballert. Okay. Nur für Letztes die Datum. Tierchen. Ja gut, für die Tiere nur das Beste. Wenn man Man muss es auch vergisst zu tragen. verdoppeln, dann kann das auch nichts werden. Und doppelt gemoppelt hält halt doch besser. So, die Batterie ist voll, das ist sehr gut. Wir haben auch keine Ersatzbatterien mehr aktuell. What? Wir fahren gerade straight auf eine Insel zu. Ich fälle hier oben währenddessen mal ein paar Bäume. Und da sollten wir natürlich kurz halten oder zumindest ein Drive-by-Manöver machen, dass wir einen Schatz finden können. Ja, ich bin hier am Pflanzendingern sitzen. Ist das Ja, so ich richtig? guck, dass So wir, ist wenn wir richtig. nah genug dran sind, dass ich eine Runde looten gehe. So, jetzt sollten wir hier auch automatisch Wasser auffüllen. Jawohl, Wasser ist drin, Wasser ist drin. Und wenn ich jetzt anfange, hier diesen schönen Boden zu platzieren, sollte er auch gleich loswässern. Es ist schön, wenn ein Plan mal funktioniert. Aus welchem Film ist dieses Zitat? Nee, das Zitat wäre eher, ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Ich weiß aber auch nicht, aus welchem Film das kommt. Ich auch nicht. Wir sind Eine quasi an der Insel! Insel, ja. Ich lenke mal zur Seite, nicht wahr? Macht das. Ich hole uns derweil kurz den Schatz. Ja, ich fahre einfach dann so ein paar Runden rumherum. Ja, ein paar Runden. Wir Wurde sind gerade aber schon doch gedacht, ich hätte doch relativ keine Schaufel schnell. einstecken gehabt. Wenn wir scharf eingestellt bleiben, müssten wir ja wunderbar drumherum drehen. Um die Insel. Mist. Wolltest du draus springen? Ja, Ach, du bist aber schon ich bin fertig? nicht. Bin schon fertig, ja. Okay, dann lassen wir jetzt wieder irgendwo hinfahren. Okay, Bäume zu schlagen, während du wendest, ist gefährlich. So habe ich ein bisschen was in die Wand reingehauen mit der Axt. Machst du aber hier jetzt unser alles kaputt? Wir hängen fest. Nö. Ich habe nur mal kurz mit der Axt reingehauen. Wir hängen mit deinem Schmiedeteil hinten fest. Jo. Die Motoren überhitzen. Das ist okay. Die explodieren nur. Das kenne ich von Tangora. Aber uns verfolgt keiner, der singt. So, jetzt sollten wir im Prinzip hinten losgelöst sein, oder? Losgelöst. Ja. Okay, dann fahren wir jetzt einfach in die Richtung weiter, Richtung Westen. Das ist in Ordnung. Ja, wir wissen halt nicht, was wir tun sollen. Beim letzten Mal haben wir diese Himmelsleiter gebaut. Ja, das war auch sehr, sehr sinnvoll. Ja, denke ich auch. Also ich 10 out of 10. Would recommend. Würde ich nochmal machen. So ist es nicht. Also, Himmelsleiter. Ja, was ich beim letzten Mal auch gesehen habe und was ich dachte, das könnten wir eigentlich für den Unsinn machen als Staffelfinale, nenne ich das mal. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil das mit viel mit Mods wäre. Das habe ich bei Dangerously Funny gesehen. Der hat dann quasi ein One-on-One gemacht. Jeder hat sich selbst, hat so und so viele Teile bekommen. In einem Schrank hat sich dann selbst irgendwie ein Floß bauen müssen. Und dann haben sich gegenseitig abgeknallt mit Mods, Mod-Waffen. Ich meine, wir können das höchstens mit Pfeil und Bogen machen. Ja, ist aber auch. Links ist noch eine Insel. Aber ich habe keine Lust, dahin zu fahren. Ich muss erstmal Okay. was essen. Und wir können ein schönes großes Feuerwerk machen. Wir können zum Abschluss der Staffel im Feuerwerk machen, ja. Ja, das meine ich. Hast du noch Feuerwerk oder müssen wir welches craften? Müssen wir craften, aber wir haben einiges an Explosionspulver, glaube ich, oder können es zumindest herstellen.
Wenn ich hier fertig bin mit Bäumen fällen, kümmere ich mich mal drum. Gibt's ein kleines Feuerwerk zum Abschluss. Dann machen wir wahrscheinlich doch zwei Episoden und dann ist am Freitag Staffelfinale. Mit der Vorfreude auf Night of the Dead. Die Nacht der Toten. Oder der Ritter der Toten. Man weiß es nicht. Richtig. Kommt auf an, wie man es ausspricht und liest. Eben. Vielleicht kann ich dann da oben noch diese paar Makel ausschalten. Ich bin nicht zufrieden, dass man hier diese Teile sieht. Ich weiß nicht, wie man das sonst umbauen soll. Es geht nicht. So, hier haben wir noch genug Wasser. Wir haben nicht so viel Wasser. Heißt das etwa, die Batterie ist leer? Ja, das heißt, die Batterie ist leer. Hast du irgendwo eine Kiste, wo du Kartoffeln reingetan hast? Ja, habe ich hier unten in der Küche. Das macht natürlich Sinn. Hier, aber ich glaube, die ist schon voll. Ja, ein bisschen paar Kartoffeln kannst du hier rechts noch reinmachen. Hier. Eine Rübe und 10 Kartoffeln. Wunderschön hier. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Das nehmen wir mal mit. Ich freue mich dann auch schon auf das nächste Update, weil dann gibt es nämlich wieder mehr Sachen, die man machen kann. Nicht nur storytechnisch, sondern eben auch die Smoothies, die so kommen sollen. Smoothies. Ja, habe ich dir aber schon erzählt. Habe ich schon wieder vergessen. Ja, siehst du. Und freust du dich beim nächsten Mal nochmal drüber. Ja, natürlich. Das ist ja das Schöne an Alzheimer. Man freut sich jedes Mal aufs Neue. Du hast das ganze Plastik weggenommen. Ja. Was machst du damit? In meinem Popo schieben. Ach so. Dafür wurde es ja quasi entdeckt und erfunden. Bestimmt. Ich meine, vorhin hatten wir es ja mit den verschiedenen Etagen. Wir können auch noch mehr Etagen machen. Eine Etage nur mit Bienenhäusern. Ich denke mal, also grundsätzlich bin ich da nicht abgeneigt, aber es macht vielleicht mehr Sinn, wenn es dann auch wieder parallel was zu entdecken gibt. Es wäre halt trotzdem blöd. Nein. Ich meine, der Vorteil wäre, wir müssten nicht mehr so wie jetzt, dass du hinterdauernd weg bist von unserem Floß. Weiß Gott, wo rumturnst. Gott weiß das auch nicht mehr. Wir haben auch bald kein Holz mehr, gell? Kein Platz mehr im Holzteil, meine ich. Gerade schon sagen. Nächste kleine Insel, direkt auf unserem Weg. Ja, let's Gönnung. Also ich habe Feuerwerk gemacht, rein theoretisch bin ich für alle Schandtaten bereit jetzt. Ja, aber ich würde sagen, wir machen da noch eine, dann haben wir den Freitag auch noch drin. Ja, das ist doch eine gute Idee. Wir brauchen hier eine bessere Idee für die Absicherung vor den Tieren und so. Das mit den Möwen nervt mich. Ich habe keine Lust, Dinger hinzusetzen. Wir müssen einen Bunker bauen. Also ich meine, das ist... hallo, hi. Ja, nochmal außen rum. Einfach. Ja. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ums ganze Floß. Also, dass wir auch nicht mehr rausgucken können. Also quasi wie so eine Schildkröte. Wie bei Asterix. Hast du die alten Asterix-Dinger gesehen damals? Natürlich habe ich die alten Asterix-Dinger gesehen. Also dann wie bei Asterix der Gallier, wo sie die Aufgaben des Olymp erfüllen müssen. Ja. Die Geister Römer, dann eben die Pyramide, nicht die Pyramide, die Schildkröte und die Schildkröte, ganzen beste Kampfformation. Dinge. Ich habe mal ein bisschen eingelenkt. Ich weiß nicht, wie schnell du bist. Ich habe noch ein Tiki-Teil. Ah, das schaffst du locker. Ja. Ich weiß bei den kleinen Inseln relativ treffsicher schon, wo die Schätze liegen. Also das ist kein großes Gesuche. Ich muss aber ein bisschen weiter nach links drehen, sonst... Bin schon da. Fahren wir wieder quasi zurück. Gefühlt. Wir könnten für Geschwindigkeit...
mit der nächsten Staffel wahrscheinlich vergessen bis dahin. Das heißt, müssen wir in unserer Discord-Unterhaltung auf jeden Fall anpinnen. Eine Fläche bauen, wo lauter Segel sind, damit wir ganz schnell fahren können. Beschleunigt das das Ganze wirklich, oder? Ja. Also ich habe bei Dangerously Funny gesehen, der hat einen Floß mit mehreren hundert Segeln, das Ding rast davon. Wenn der was rausschmeißt, man sieht es nicht vom normalen Fahren, weil halt außenrum nur Wasser ist. Aber wenn der was rausschmeißt, ist es sofort weg aus dem Bildschirm, weil er so schnell ist. Müllstrom müsste man es ja auch sehen, oder? Ja, der nutzt da aber noch so ein bisschen Mods und so, damit er noch schneller ist. Das machen wir nicht. Was wir aber tun werden, ist die Folge beenden. Hoffentlich seid ihr übermorgen dabei, am Freitag mit der vorerst letzten Episode Raft. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.